Guten Abend. So, danke, nicht übertreiben. Sie merken, wir fangen heute Abend ein kleines bisschen anders an. Sonst bin ich da rausgekommen. Heute sitze ich bereits. Mehrere Gründe, ein bisschen noch was am Bein. Und dann muss ich ganz ungewöhnlich anfangen. Es geht um eine wirklich nicht aktuelle Mitteilung, die ich Ihnen zu machen habe. Aber sie ist vielleicht sehr wichtig für die Beteiligten. Da war was vor, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange das schon her ist. Ich glaube, es ist über ein Jahr her. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Da war der Dieter Thomas Heck bei mir. Wer erinnert sich? Ja. Und der Dieter, der ist ja ein munteres Plaudertäschchen und er hat eine kritische Anmerkung gemacht zu etwas, was damals gerade geschehen war, nämlich dieses entsetzliche Unglück in Tschernobyl und daraus der Entschluss eines deutschen, sehr berühmten Musikers, Interpreten Wolf Mahn, hat eine Platte gemacht und hat gesagt, die Einspielergebnisse dieser Platte kommen den Opfern von Tschernobyl zugute. Und dazu hat der Dieter Thomas Heck eine Anmerkung gemacht, die dem Wolf Mahn übel aufgestoßen ist. Es gab einen Rechtsstreit, der ging durch viele Instanzen. Jetzt ist er entschieden zugunsten von Wolf Mahn. Und er und seine Berater bestehen darauf, dass hier von diesem Platz folgender Nachruf dazu kommt. Und ich tue das ganz gerne. Also der Wolf Mahn legt Wert auf die Feststellung, dass die Einnahmen aus dieser Platte voll und ganz den Opfern des Unglücks von Tschernobyl zugutekommen. Und wenn dieser Widerruf oder diese Gegendarstellung dazu führt, dass aus der Platte noch mehr Geld für die Opfer dieses entsetzlichen Unglücks zusammenkommt, dann soll es mir recht sein. Vor allen Dingen aber ist mir besonders recht, ein Missverständnis zwischen den beiden Parteien hoffentlich jetzt endgültig beigelegt zu haben. Das war's. Von Bedeutung, größer als von Statur, stets mit Erfolg bemüht, politische Gegensätze nicht noch zu vergrößern, sondern immer und überall, wo es geht, sie auszugleichen, sprachlich vielleicht manchmal nicht ganz verständlich, aber sachlich und fachlich immer von größtem Verstand, im Streit vor allem, ein Streiter wider den tierischen Ernst. Alles in allem also eine ideale Kombination. Ein Politiker und ein Mensch. Herzlich willkommen, Hermann Höcherl. Bitte sehr. Verehrter Herr Höcherl, ich spreche Sie als erstes an als Advokat, ja. Als Rechtsgelehrten. Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, immer noch praktizierend. Ja. Was halten Sie von einem solchen Widerruf? Hat das einen Wert? Glauben Sie, dass so, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dass das die Parteien befriedigt, wie man so schön sagt? Also ich meine so, als Advokat würde ich die Bewertung nur daran sehen, ob ich auf der gewinnenden oder auf der verlierenden Seite bin. Ah, geht's schon los. Ich wollte mir das Schlitzohr eigentlich für später aufheben, aber das kommt dann noch etwas härter untermauert. Was haben Sie, wenn man so einen großen Sprung wagen darf, in Ihrem Leben am wenigsten ernst genommen? Die Politik. Ist das bereits eine Bemerkung, die man nur machen kann, wenn man nicht mehr im aktiven Tagesgeschäft ist als Politiker? Oder kann man sich sowas nur leisten, wenn man es eigentlich schon hinter sich hat? Nein, das kann man sich schon
auch in der aktiven Zeit leisten. Haben Sie damals auch gesagt, ich nehme das alles nicht so besonders ernst? Das meiste ist auch nicht ganz ernst zu nehmen. Nicht? Es gibt nur ganz wenige Dinge, die ernst sind. Die habe ich schon ernst genommen, aber das war ein absolutes Minimum. Also wenn Sie sagen, es gibt nur ganz wenige Dinge, die ernst genommen werden müssen, was würden Sie dazu zählen? Jetzt nicht speziell in Ihren Entscheidungsbereichen, sondern überhaupt. Was ist wirklich ernst zu nehmen? Doch eigentlich, wo es um das Wohl und Wehe der Menschen geht. Ja, zunächst geht es um Sicherheit. Ja. Sicherheit ist Nummer eins. Ohne Sicherheit ist alles nichts. Und zweitens die soziale Situation. Mhm. Die muss so sein, dass die Stärkeren aber für die anderen sorgen. Mitsorgen, mit Eigenleistung natürlich auch. Dann kommt es darauf an, dass die Jugend eine Chance hat, und zwar unabhängig von der wirtschaftlichen, von ihrer wirtschaftlichen Kraft, eine Chance hat, alle Bildungsmöglichkeiten zu erreichen, die angeboten werden, den inneren Frieden. Das wären so ganz wichtige Dinge, das ist nicht alles, aber das wären ganz wichtige Dinge. Die stehen aber nicht jeden Tag auf der Tagesordnung, die kommen von Zeit zu Zeit. Als ich mich mit Vergnügen mit Ihrem Leben und Ihrem Wirken beschäftigt habe, da bin ich drauf gekommen, dass ich Sie eigentlich fragen könnte, ob es nicht Ihre eigene Person sei, die Sie immer am wenigsten ernst genommen haben. Denn man hat das Gefühl, dass Sie keinen besonderen Wert auf die Darstellung Ihrer eigenen Stärken und Schwächen legen. Sie nehmen sich selbst am wenigsten ernst, oder ist das ganz falsch? Ich halte viel von Humor. Und unter Humor verstehe ich nicht einen Witz, sondern verstehe ich, dass man über sich selber lachen kann. Das ist für mich Humor. Und wenn man das alles um sich sieht, ich verstehe gar nicht, warum man sich so wichtig nehmen muss oder soll. Außerdem wird ihm das zu Hause abgewöhnt, wenn man also in Versuchung geraten würde. Darf ich da ein bisschen nachfragen, wieso? Wieso wird Ihnen das zu Hause abgewöhnt? Ich bin 50 Jahre mit derselben Frau verheiratet. Das 50 so. Jahre? 50 Jahre, ein goldener Hochzeiter. Der war schon 86, ja. Mit derselben Frau verheiratet. Und da braucht man sich nicht mehr über Gleichberechtigung unterhalten, sondern wir müssen rudern und schwimmen, dass unsere Gleichberechtigung so einigermaßen gerettet bleibt. Nach außen hin stehlen Sie mir jetzt ein bisschen die Schau, weil ich bisher immer von mir behauptet habe, ich sei einer der ganz wenigen wirklich emanzipierten Männer, weil es mich nicht mehr stört zu wissen, dass meine Frau alles besser kann und alles besser weiß. Erst wenn einen das nicht mehr stört, ist man. Im Rückblick, Herr Höcherl, wie dauerhaft sind Erfolge in der Politik überhaupt? Ich möchte ein bisschen auf das Thema kommen. Wie oft ist ein Politiker gezwungen, umzudenken, nachdem man mit viel Mühe und viel Elan und mit viel Wissen auch bestimmte Dinge durchgesetzt hat und irgendwann sind die nicht mehr wahr? Wie dauerhaft ist Erfolg in der Politik? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe viele Phasen in den 75 Jahren erlebt. Es hat noch keine Zeit gegeben, in der der Wechsel und die Veränderungen so schnell gegangen wären, wie das heute der Fall ist. Und die wirklichen Schwierigkeiten, die in der öffentlichen Meinung und politischem Bewusstsein entstehen, sehe ich darin, dass es wirklich schwer ist. Da soll sich niemand ausnehmen, in dieser raschen technischen und so weiter kommunikativen Entwicklung zu folgen. Und die Unsicherheit, die dadurch entsteht, darin sehe ich das eigentlich Schwierige bei unserer Gegenwart. Und folgedessen gibt es heute, früher gab es Ergebnisse und Erfolge, die doch eine beachtliche Zeit vorgehalten haben. Aber heute ist das viel, viel schwieriger und viel kurzlebiger. Das ist für mich das Problem der Gegenwart. Also auch da eine Entwicklung, wie wir sie in der Technik und überall haben, das Zeitalter der Spezialisten. Der Spezialisten. Früher gab es Menschen, die haben einen großen Überblick gehabt, sind in eine bestimmte Richtung gegangen. In der Zwischenzeit ist es kaum möglich, noch ein Gebiet allein zu übersehen. Wie ist das in der Politik? Da müsste es ja auch jetzt eigentlich nur... Ja, in der Politik. Wenn Sie sich, ich will ein einfaches Beispiel nehmen. Die Abgeordneten im Haushaltsausschuss, die das alles vorbereiten, die müssen heute... Und er war für ein Budget, also für einen Jahreshaushalt von 270 Milliarden entscheiden. Das ist eine Zahl, die sich kaum jemand vorstellen kann. Die Auswirkungen und so weiter, eine so Riesensumme, das ist dem Einzelnen gar nicht mehr möglich. Es gibt einige, die Abgeordneten, die werden ja nicht über eine
Abitur, ein Abgeordnetenabitur, nicht wahr, gewählt, sondern die kommen aus ihren Wahlkreisen, die werden nach den verschiedensten Gesichtspunkten aufgestellt. Nichts gegen einfache Leute, im Gegenteil, die bringen oft mehr gesunden Menschenverstand und Hausverstand mit, als andere, die etwas verbogen sind, weil sie ihre Bildung nicht so ganz verdaut haben. Aber immerhin, aber sich mit solchen Größenordnungen abzugeben, wenn die zu durchdringen und darüber überhaupt ein vernünftiges Urteil fällen zu können. Oder ein anderes Beispiel, ein sehr gravierendes. Heute werden auf den Börsen der Welt, von Tokio und von Singapur bis London und bis Zürich und bis Frankfurt und so, werden 300 bis 400 Milliarden Devisen herumgeschickt, und zwar durch Funksprüche und so weiter. Alles in Sekundenschnelle, ohne, sie werden schon gebucht. Gut. Diese Vorgänge haben einen so unerhörten Einfluss auf uns, ohne dass wir davon überhaupt etwas hören und sehen. Aber wir schwimmen aber auf diesem Meer. Das sind Vorgänge, die wir müssen sehr Obacht geben. Das Parlament muss sehr Obacht geben, dass es sich nicht überhebt und glaubt, aber das könnte man einfach aus der hohlen Hand so etwas machen. Sondern das sind Dinge, mit denen man sich ganz gründlich befassen muss. Und man muss vernünftig genug sein, es gibt ja Leute, die mehr davon verstehen, als der Abgeordnete Mayer oder Huber, auch der Minister so oder so, aber die sollen auf die hören, aber die etwas mehr davon verstehen. Und das Zuhören, aber fällt ja vielen Leuten auch so nicht schwer, bei mir zu Hause auch. Ein Mann, der so lange in der Politik war wie Sie, und gerade sehr schön erklärt hat, wie dieses politische Geschäft sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, wie alles andere auch, und immer schneller geht, immer umfangreicher wird. Sie sagen, es muss sehr gründlich überlegt werden. Haben die Politiker überhaupt noch Zeit, die Zeit dazu, die sie brauchen, um Entscheidungen gründlich genug zu überlegen? Ja, Sie haben einen ganz wichtigen Engpass angesprochen. Die Abgeordneten zum Beispiel werden überschüttet mit Vorlagen, pausenlos geht das ein Land. Die könnten das, aber selbst ein Langzeitmensch, der nun woanders, muss man sagen, nächteweise geübt hat, da war längere Stunden im Wachsein zu verbringen. Das kann man ja üben, nicht? Man muss ja nicht mit Papier sein. Aber die können das alles nicht. Deswegen gibt es auch im Parlament Spezialisierungen, die beschränken sich auf gewisse Arbeitsgebiete. Und daraus wieder etwas Ganzes zu machen, das ist die außerordentliche Schwierigkeit. Und dann sind wir ja nicht allein auf der Welt, wir sind eingebunden in der Verteidigung und Sicherheit in der NATO, sind eingebunden in die Europäische Gemeinschaft, die heute 12 Mitglieder hat. Und einige stehen noch vor der Türe, wollen absolut rein, weil es so gemütlich ist, eine warme Stube, ne, mit D-Mark, nicht? Und all diese Dinge auf einen Nenner zu bringen, da muss man froh sein, wenn 50% gelingt. Das war ich immer der Meinung. Und es gibt nichts Schlimmeres als Perfektionisten, die von der Politik alles verlangen. Das muss man aber nicht bei der Politik anfangen. Das ist in der Familie genau dasselbe. Die Perfektionisten sind die wirklichen Störenfriede in einer Familie. Man soll zugeben, dass man so ein bisschen unvollkommen, ein bisschen Erbsünde mitbekommen hat. Und da kann man da auch jemanden verantwortlich machen, der uns die verpasst hat. Gut. Bleiben wir doch mal ein bisschen bei der Erbsünde. Wo waren denn Ihre Erbsünden? Ja, ich will natürlich keine öffentliche Beichte ablegen. Ich bin sowieso beim Beichten sehr zurückhaltend, obwohl die Psychoanalytiker werben. Aber es gibt auch wenn man sparsam macht, kann man alles zusammenfassen und man verliert nicht so viel Zeit. Man kommt trotzdem so weit. Ich möchte Sie aus dem Bereich der Beichte wieder etwas herausführen, in die Politik zurück, ziemlich früh. Was waren damals Ihre agrarpolitischen Ziele? Oder fangen wir mal mit den innenpolitischen Zielen an. Da, wenn ich das recht mich erinnere, ist ja auch einiges Ihrer Vorstellungen nicht umsetzbar gewesen. Wie schluckt man sowas? Ja, nun, ich habe ja vorher, ich kam 53 in den Bundestag, ich habe 4 Gesetzentwürfe vorgelegt, ja, ein Kartellgesetz, ein Notenbankgesetz und eine Amnestie, und, was den Bürger natürlich immer freut, und auch diejenigen, die schwarz gebrannt haben damals. Und, aber das andere war in der Innenministerzeit. Ja. Ja, da ist es so, der Innenminister hatte damals, da gab es ja nicht so viele Ministerien, sondern ein großer Teil der Aufgaben lagen noch
und wie ein gemischter Salat, der war im Innenministerium. Und eine der wichtigen Aufgaben war die Zivilverteidigung und ziviler Bevölkerungsschutz. Ich habe alle Gesetze durchgebracht, aber kein Geld dafür bekommen. Und das bedauere ich also ordentlich. In der Zeit wurden noch über 12 Millionen, seitdem, über 12 Millionen Wohnungen und sonstige Gebäude errichtet. Und man hätte vieles tun können, was die Schweizer, was die Dänen, was auch die Russen, was auch die Amerikaner machen. Ich bekam kein Geld und das Geld reißen sich ja alle. Und das Militär hat gesiegt. Aber es wäre mir lieber gewesen, wir hätten, das ist eine perfekte Gesetzgebung gewesen, die auch fast einstimmig im Bundestag angenommen worden ist, dass das nicht gelungen ist. Und das passt mir eigentlich nicht so richtig. Das war eigentlich das größte Anliegen. Mhm. Im agrarpolitischen Bereich. Sie haben gerade gesagt, viele wollen in die warme Stube. Das ist ja ein Problem, glaube ich, das in der Zwischenzeit nicht kleiner geworden ist, sondern eher auch größer wird. Was waren Ihre agrarpolitischen Vorstellungen damals? Ich war der erste Agrarminister, der nicht Landwirt war, sondern Jurist. Und das ist allein schon eine Beleidigung für den Bauernverband. Nun gut, aber ich wurde vorgeschlagen, ich komme ein bisschen aus bäuerlichen Verhältnissen, ich wurde vorgeschlagen vom Bauernverband, weil jeder bayerische Politiker, war ganz gleich, welcher Partei er angehört, und der muss sich, weil wir einen starken agrarpolitischen Agrarkomponente haben in Bayern, aber der muss sich also für sowas interessieren. Gut, damals war es so, das war 65, ich war der Nachfolger von Schwarz, 65 war es so, dass die EG noch keine Überproduktion hatte, sondern sie hatte noch, wir sind ja heute noch das größte Einfuhrland, aber nicht in den entscheidenden Überschussbereichen. Wir importieren für 20 bis 30 Milliarden, aber importieren wir landwirtschaftliche Produkte. Das weiß kein Mensch, nimmt auch kein Mensch zur Kenntnis. Aber allein Sojabohnen, unsere glücklichen Kühe, würden nicht so viel Milch geben wie wir nicht. Da müssen sie vorne was reinstecken, wenn unten was rauskommen will. Bei all den Verhandlungen, die Sie geführt haben, war Hermann Höcherl immer berühmt für seine Methoden, Ziele durchzusetzen. Was waren Ihre Methoden? Man hat immer gesagt, dieser schlaue Fuchs, dieses Schlitzohr. Wer hat Ihnen eigentlich den Namen Schlitzohr gegeben? Ja, der hat sich ja dann eingebürgert gehabt. Der historische Ursprung ist also ist umstritten. Eine Möglichkeit könnte sein, Ihre Frau? Nein, meine Frau sagt sowas nicht. Sie beanstandet mich einfach. Ne? Ja. Die zweite? Nein, das soll also der Bundeskanzler Adenauer gewesen sein. Konrad Adenauer. Wenn einer ein wirklicher Schlitzohr war, dann war er das Größte, das wir überhaupt je produziert haben. Also Ihre Methoden als Verhandlungspartner, die haben offenbar Geschichte gemacht. Wie würden Sie Ihre Methoden bezeichnen, wenn es mal hart, wenn es ans Eingemachte ging, um beim Ernährungs-, Landwirtschafts- und Agrarminister zu bleiben? Ja, ich war zum ersten Mal in Brüssel und hinter jedem Minister sitzen also vier so Büchsenspanner, einer von Finanz, da war einer von der Wirtschaft, einer vom Agrar und noch so einer. Die passen auf, dass man sich an die Abmachungen hält. Das wird nämlich, bevor man da in Brüssel antritt, gibt es einen Staatssekretärausschuss und die legen im Auftrag der Regierung legen die fest, wie die Verhandlungslinie sein soll. Und wenn man davon abweicht, dann setzt es dir ans Telefon, es hält er sich schon wieder nicht an die Geschichte. Ne? Und der Kiesinger hat mir große Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, ja, soll ich Sie in der Früh um drei aufwecken? Da waren Sie fragen, ob ich so weitermachen soll oder so weitermachen soll. Das war rasch zu Ende. Nun, die internationalen Verhandlungen haben einen anderen Charakter als die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss oder bei Schlichtungen und so weiter. Und das sind ganz verschiedene Dinge. Und, in Brüssel ist das recht kompliziert, sehr umständlich, weil das immer übersetzt werden muss und so weiter. Aber dann gut, das sind aber hier auch die Kleinste, die Luxemburger, die sind genauso souverän wie die Bundesrepublik oder wie Frankreich, obwohl sie nur 340.000 Einwohner haben. Dort, ja, da müssen sie. Das allerbeste, Stimmt's, was man mir gesagt hat, dass Sie gewartet haben, bis alle anderen eingeschlafen sind und nie mehr konnten, so morgens um drei, also zu der Zeit, als Sie Herrn Kiesinger auch nicht mehr aufwecken wollten. Und dann hätten Sie zugeschlagen und gesagt, jetzt bin ich dran. Naja, die Sache ist so,
Und, ich habe immer noch ja, ein ganz offenes Bekenntnis. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, das ist so. Ich habe die längste Zeit mit 26 Stunden Verhandlung. Das ist nur 2 Stunden Pause für Essen und so. Ja, ich habe natürlich woanders geübt. Und konnte das so durchhalten. Das mache ich noch, kann ich bis heute noch. Wirklich üben für solche Dinge. Was übt man? Wie übt man das? Ach, da gibt es solche Dinge zum Beispiel. Also, wollen wir ein bisschen üben? Chablis, ne? Ja, wollen wir. Ja. Gut, wir nennen sonst keine Namen hier in der Sendung, aber das ist ein guter. Ich habe ihn genannt, aber ich treibe keine Schleichwerbung. Und da hat man mir erzählt, also Sie haben geübt und haben so lange geübt, bis Sie Herrn Fanfani sogar zum Heulen gebracht haben. Ja, bei Fanfani war das wirklich ein Gedicht. Fanfani konnte etwas, warum ich ihn heute noch beneide, war er kürzlich wieder vorübergehender Regierungschef. Ja. Damals war er Agrarminister oder Außenminister. Gut. Der konnte ja im Früh um 2 zum Beispiel, da hat er die italienischen Sorgen wie Oliven und Wein, was es alles gab, und, vorgetragen. Man kann fast sagen, es war eine Oper. Hat uns nicht ganz so beeindruckt, wie er das wollte. Dann hat er zu weinen angefangen. Und ich habe die Tränen gesehen, die sind immer runtergekollert, was die anderen den italienischen armen italienischen Landwirten antun. Und ich habe das nicht geschafft, habe gesagt, probiert, ob das nicht. Das könnte also ein direkter Übergang sein zu der Frage, ob Politiker Schauspieler sein müssen, sollten oder nicht. Bei uns vielleicht ein bisschen in die Lehre gehen. Macht sich gut in der Politik. Können Sie welche nennen, die besonders gute Schauspieler sind, außer Herrn Fanfani? No. Ja, na gut. Das deutsche Gebiet wagelt mich nicht. Aber Giscard d'Estaing, der war ja damals Finanzminister. Giscard d'Estaing? Ja, war ein auch vornehmer Schauspieler. Das war ja, eine ganz hohe Bühne. Vornehme Bühne. Es muss ja ein bisschen über Ihre Biografie gesprochen werden. Wann sind Sie überhaupt das erste Mal auf die Idee gekommen, zu sagen, na, Sie werden nicht gesagt haben, und dann habe ich beschlossen, Politiker zu werden. Aber irgendwann muss Ihr politisches Interesse wach geworden sein. Ich komme aus einer Zeit, und meine Jugend war in der Weimarer Zeit und im Dritten Reich. Aber in der Weimarer Zeit. Und die Weimarer Zeit war so, die Weimarer Republik war eine sehr gute Republik, aber sie war nicht geliebt. Die 23 oder und dann später 32 Parteien, die sind nicht gut umgegangen mit dieser guten Republik. Hatte einige Konstruktionsfehler, und, was die Möglichkeiten des Reichspräsidenten betrafen und so, und Notverordnungen. Das waren Konstruktionsfehler, die bei der jetzigen Republik dabei ausgemerzt werden konnten. Ja, na gut, wir waren politisch interessiert und dann hatten wir die Gelegenheit, die Ergebnisse falscher Politik, da war ein 5,5 Jahren Krieg, zu überprüfen. Es ist doch ganz klar, dass man also nun, wenn man 12 geboren ist, ich habe noch Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, an Beerdigungen ohne Leichnam, mit den vielen Gefallenen. So. Und dann ging es hinein in die Inflation, die radikale Inflation, eine Billion, da war eine Reichsmark. Das muss man sich alles vorstellen. Und das habe ich eben mit dem Bewusstsein und mit dem Verstand, den man eben als 12-Jähriger und 13-Jähriger hat, habe ich das sehr, sehr genau mitbekommen, weil ich jeden Tag für meinen Quartieronkel ablesen musste, auf dem Heimweg, wie hoch jetzt der Dollar steht. Die wurden ja zum Teil, fast täglich mussten sie am Schluss ausbezahlt werden, die Beamten, die waren Eisenbahnbeamte, mussten täglich ausbezahlt werden, sonst hätten sie sich überhaupt nicht vorbringen können. Und wenn man dann die kurze Scheinblüte erlebt, bis 29, dann kam die Weltwirtschaftskrise. Ich habe die ersten Semester in Berlin gemacht, habe das alles vom Reichstag angesehen bis von allen Seiten her gesehen. Das hat mich also einfach interessiert und nie mehr verlassen. Dann kamen die 12 Jahre und dann kam der Unterband. Und muss dazu gesagt werden, fünf Jahre Krieg. Dass Sie 1935, also 2 Jahre nach der Machtergreifung der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Parteimitglied geworden sind. Was hat Sie dazu veranlasst? Ja, ich will Ihnen Folgendes sagen. Ich war damals nicht so weitblickend wie diejenigen, die heute darüber schreiben und reden. Es hat sogar Ältere gegeben.
Es hat auch Ältere gegeben, die schon im Beruf berufliche Erfahrung hatten und in hohen Ämtern saßen. Da war es, wenn das alles richtig ist, was ich da erlebt habe, und haben sich die auch so entschlossen. Wir haben auch gewisse Dinge imponiert, das sage ich auch ganz offen. Wir sind eingetreten in eine mit einer Arbeitslosigkeit von 6 Millionen. Nehmen Sie also eine Person dazu, oder eine Dreiviertelperson dazu, das sind 10 Millionen gewesen. So. Und die waren nicht in der Lage, das zu fassen und in den Griff zu bekommen. Und dann waren einige Dinge, mich hat das schon, ich bin national erzogen worden. Meine Lehrer waren die Offiziere aus dem Ersten Weltkrieg. Und das war eine ganz natürliche und unproblematische Einstellung. Mich hat der Versailler Friedensvertrag nicht gerade begeistert. Die waren ja nicht so schlau wie jetzt die Amerikaner, die waren dann nach dem Zweiten Weltkrieg begriffen haben, aber dass man das wieder aufrichten muss. Das war ja früher ganz anders. Das waren die 125 Milliarden Goldmark, die im Raum standen. Und mich hat überzeugt, aber dass man da eine Wendung fand. Mich hat auch überzeugt, dass wir nicht mit der 100.000 Mann Reichswehr als großes Volk, doch in den 68 Millionen, dass wir, dass das eine richtige Sicherheit verbürgen würde. Das hat mich hat auch der Anschluss gefreut. So. Wann geriet Ihre Überzeugung ins Wanken? Ja, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. 1936 war ich Referendar. Und zwar bei einem sehr interessanten Mann, Referendar beim Bezirksamt, so hieß es damals, heute Landratsamt, dazu, um eine Station abzuleisten. Mein Ausbildungsleiter war ein Herr von Brentano, der Bruder, der war des späteren Fraktionsvorsitzenden. Und natürlich muss erst ein Vertrauensverhältnis entstehen. Und da machte mir eines Tages einen Safe auf, einen Stahlschrank, und da waren alle Lebensmittelkarten drin, fertig. Sagte, das ist der Krieg. Da wurde ich stutzig. Wann war das? 36. Da war das alles schon fertig. Das war der Vierjahresplan von Göring. Und das wurde alles schon kriegsmäßig. Das habe ich natürlich in der Provinz und als Einzelner überhaupt nicht sehen können. Erst nach Monaten, nachdem der wissen musste und konnte, dass das bei mir bleibt, hat er diesen Schrank aufgemacht. War ein hochintelligenter Mann mit viel Erfahrung. Er hat den Schrank aufgemacht und hat gesagt, so, das ist der Krieg. Da wurde ich stutzig. Gut. Dann hat mich der Anschluss von Österreich zum Beispiel, sicher, oder Sudetenland, aber das habe ich mitgetragen und das leugne ich auch, dann wie käme ich dazu, um das zu leugnen. So. Dann kam 38, wir hatten sehr viele jüdische Mitbürger in Regensburg, und da kam also diese Kristallnacht, und dann wurde es weniger. Zurückhaltend. Aber es gab keine Weisung. Und dann frage ich immer Folgendes. Warum stehen die Russen nicht auf? Warum stehen die anderen nicht auf? Haben die vielleicht für eine Ahnung, was das für eine perfekte Diktatur war? Haben die vielleicht für eine Ahnung? Na? Also darum kann ich also oft bei diesen Gesprächen, ne, die also nun aus verschiedenen Anlässen, ne, wenn mal wellenartig sich ergeben, kann ich nicht ganz mithalten, weil wir brauchen uns kein neues Bild zu machen, aber was eine Diktatur ist, die Jugend, die das nicht miterlebt hat, sondern die braucht bloß über den eisernen Vorhang zu sehen. Aber dann kannst du dir ein Bild machen, was Diktaturen sind, was es da für große demokratische Möglichkeiten gibt. Und dann deswegen sollte man bei all diesen Gesprächen und Darstellungen etwas bescheidener, intellektuell etwas bescheidener sein, würde ich meinen, und die Dinge so beurteilen und nicht sagen, und, ja, wo sind die Helden? So einfach ist das alles nicht. Und bei uns ist ein Buch herausgekommen, von einem gewissen Ingo Müller. Ganz interessant, da wurden die Prozesse aus dem Dritten Reich. Da gab es Soldaten, die Zweifel hatten, sagen wir mal nach Stalingrad, Zweifel hatten und den Zweifel an der falschen Stelle geäußert haben, die Sache wäre also vorbei, die wurden hingerichtet, so war die Lage. Und da soll sich keiner darüber erheben, da waren so großartige Dinge sagen, in einer exzellenten oder fast exzessiven Freiheit, die wir erfreulicherweise seit 40 Jahren genießen. Das ist meine Meinung. Wir haben ein so umfangreiches Leben nicht aufzuarbeiten, aber zumindest zu streifen, Herr Höchel, dass ich also jetzt, Sie haben
viele Stichworte dazu gegeben. Sie waren Soldat, Sie waren bei den Nebelwerfern. Ja, das war, nein, ich habe mich freiwillig gemeldet. Ja. Ich bin am 12. Januar 40 eingezogen worden zur Artillerie. Da konnte man sich die Waffengattung wählen. Ja. Der Nebelwerfer, das hat man mir auch noch in der Politik vorgeworfen. Darauf wollte ich noch hinaus. Ich wollte nur den großen Sprung machen. Nebelwerfer war er im Krieg und man hat dann später gesagt, ja, das macht er, das Nebelwerfer macht er ist er geblieben. Ja. Was meint man damit? Nein, Nebelwerfer war eine Rakete, das war der Bombenwerfer. Ne? Das weiß kein Mensch. Wenn der was von Nebelwerfer hört und das in Verbindung mit meinem Namen bringt, dann kommt alles unmilitärische und untechnische. Dann muss man sagen, das ist ein. So ist er geblieben. Ne? Nein, ich war Artillerist. Und erst als nach Stalingrad und so, als gewisse konventionelle Waffen keine Chance mehr hatten, und, wurden die zusammengezogen zu diesen. So ein Nebelwerfer kostet 500 Mark. Da war so ein Vernichtungsapparat, sondergleichen. Und gut. U-Boote waren nicht mehr, waren weg, und Flugzeuge waren abgeschossen und so. Das sind also viele Offiziere, und aus diesen Bereichen, aus den früheren Spezialbereichen, sind dann in solche Einheiten zusammengefasst worden. Und jetzt den Schritt nach vorne, was meinte man damit? Vernebeln Sie gerne, verschleiern Sie gerne etwas? Ich komme nämlich jetzt auch auf das Thema des Menschlichen in der Politik oder Freundschaften in der Politik, die Fraktionsdisziplin, die Parteiordnung. Was? Sie hören mich schon gehen. Ja, ich höre schon. Was ist das? Eine Nachtigall? Naja, ich will Ihnen Folgendes sagen. Ich will selber sagen. Sie wollten ja fragen, ob ich nuschle oder nicht. Nein! Ja, ein Nuscheln heißt... Nein, ich habe hinter Ihrem Rücken, als Sie noch da hinten waren, vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, wie ich ihn bitten soll, nicht zu nuscheln, damit man ihn überall versteht. Ja, da gab es ja mal einen großen Wettbewerb zwischen Moser und mir. Ja. Moser einen schlechten zweiten Platz. Nein, es ist so, Sie wollten da fragen, ob man also gewisse Darstellungen... Nicht, ob man die etwas, Ich bin richtig stolz darauf, dass Sie meine Frage richtig verstanden haben. Ja, das ist auch nur ein Zufall. Aber ich meine, nein, das man, man muss, ja sicher, man muss sich in einigen Dingen ziemlich klar ausdrücken. Beim Notar ist es sehr empfehlenswert. Und, also ja. Auch bei politischen Anlässen. Auch. Nicht immer. Das würde ich nicht sagen. Nein, man muss ja immer gewisse Margen offen lassen. Ah, ja. Das hat gar keinen Sinn. Es gibt natürlich Dinge, wenn es um Verträge geht und Entscheidungen geht, dann muss das schon alles klar sein. Mhm. Aber wenn man die Dinge zu früh herausspielt, also ich sage immer, ich hätte mir oft gewünscht, das wünsche ich mir heute noch in der Politik, wenn unsere Repräsentanten, wenn sie irgendwo hinfahren oder Gäste bewirten und so weiter, wenn sie die Philosophie eines alten bayerischen Viehhändlers praktizieren würden. Das heißt, ich habe noch keinen Viehhändler gesehen, der teurer eingekauft hat als verkauft. Würde ich für richtig halten. Ich habe ein Mandat, ein Politiker hat ein Mandat für 60 Millionen Menschen und hat nichts anderes zu tun, als nach seinen Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass es einigermaßen aufgefüllt ist. So sehe ich die ganze Geschichte. Mhm. Man hat gesagt, er ist einer, der die schönsten Sprüche loslässt. Also nur um einiges davon zu erwähnen. In Bezug auf das wirklich große Problem des Butterberges hat Herr Höcherl gesagt, solche Art von Alpinismus mag ich nicht. Dann ist ja einer ganz berühmt dafür, dass er gesagt hat, man kann nicht immer mit dem Grundgesetz unterm Arm durch die Gegend rennen und so weiter und so fort. Soll mal einer probieren. Dann ist aber einer dabei, den hätte ich ja, oder das ist die Rache der verschmähten Milch, haben Sie auch mal gesagt, ja. Die späte Rache der verschmähten, aber jetzt, weil Sie es gerade angesprochen haben, irgendwann sollen Sie gesagt haben, jetzt muss ich wieder vollkommen neu nuscheln lernen. Warum denn das? Ja, also, das irgendwann ist das verbürgt? Vielleicht hatte ich eine Anwandlung. Da muss ich gegenfragen, wann schon sind Zitate verbürgt? Verbürgt sind sie erst, wenn der mit diesem Zitat Belastete oder Zitierte selber sagt, ja, das habe ich gesagt.
Das könnte gestern sein. Ich habe also noch vieles in meinem Leben, aber auch viel Unbedachtes gesagt. Tatsächlich? Ja, sicher, das ist nicht aufregend. Das mit dem Grundgesetz und den Arm. Und, Sie wissen, das ist eine Legende, ne, war die ist so langlebig, ne, war wie Unkraut. Ich bringe das nicht mehr weg. Und ich habe das einem Journalisten erklärt, ne, was der Verfassungsschutz zu tun hat. Und dass er Links- und Rechtsradikale beobachten soll, neben anderen Dingen. Und die gehen ja nicht ins Haus, ne, und teilen mit, was sie jetzt vorhaben. Hm? Da muss man Leute hinschicken. Und das sind nicht die, muss man sagen, das macht nicht jeder. Um mich ganz vorsichtig auszudrücken, das sind nicht Leute, die mit dem Grundgesetz und der Arm, das habe ich dem erklärt. Ja. Es wurde sofort übersetzt. Und ich hätte das gesagt. Und jeder Mensch ist überzeugt, ich hatte meine Frivolität, ich war vor dem Bundestag, das zum Ausdruck gebracht, dass mir das Grundgesetz, das mir heilig ist, war lästig wäre es. Hm? Es ist natürlich nicht so einfach, wenn Sie nach Gesetzbuch alle leben müssen und ich zusammen, aber von Ihnen mal abgesehen, dann hätten wir es schwer. Dann räche ich mich gleich nochmal. Das denke ich schon. Ob das Zitat stimmt, die Mächtigen sind alle anders, als sie sich darstellen. Gilt das auch für Sie? Denn Sie waren nicht nur mächtig, Sie sind es noch. Wobei es mir schon schwerfällt, darüber nachzudenken, ob Sie jetzt mächtiger sind. Ob Sie jetzt nicht vielleicht noch mächtiger sind, als Sie es schon waren? Ich will nur sagen, der Begriff Macht ist ein recht komplizierter Begriff. Ja. Man soll ihn nicht strapazieren. Und, ich nehme das Beispiel einer Frau. Aber wenn sie nun ihre Art von, ihre Vorstellung von Gleichberechtigung verwirklicht hat, und das geschieht ja bei ganz anderen Anlässen im Laufe der Zeit, wird sie nie darüber sprechen. Hm? Wird sie nie darüber sprechen, ist sie klug. Aber wer für sich Macht in Anspruch nimmt, dem spreche ich sie schon ab. Sondern wer sie ausübt, aber ohne dass man das merkt, mit Erfolg, das ist so ungefähr meine Vorstellung. Ich habe nie davon, es ist nicht notwendig, aber auch in höheren Positionen, aber in der Politik, das raushängen zu lassen und das sich vor sich hertragen, ist alles gar nicht notwendig. Nein, Sie müssen, wenn Sie ganz normal sind, dann überraschen Sie die meisten, weil sagt, der spinnt nicht, weil das ganz normal ist und sowas überhaupt möglich, dann können Sie viel mehr Einfluss ausüben, als wenn Sie das hochgezogen so zelebrieren. Das ist meine Meinung. Wir haben nur ganz wenige Minuten noch für etwas, was ungeheuer wichtig ist, nämlich Ihre derzeitige gesuchte Funktion als einer der erfolgreichsten Schlichter. Wenn es also wirklich haarig wird, dann ruft man Hermann Höcherl, bedient sich seines politischen Sachverstandes und, ja, seiner Möglichkeit, Gegner, Feinde will ich nicht sagen, Menschen völlig unterschiedlicher Auffassung mit völlig unterschiedlichen Aufträgen zueinander zu bringen. Was ist die Kunst dabei? Ich habe selber als Innenminister große Tarifverträge im öffentlichen Dienst abgeschlossen. Und daraus sind Freundschaften geworden, zwar mit Glunker, der ein sehr harter Verhandler war, aber außerordentlich zuverlässig, weil sein Wort was gegolten hat. Die müssen sich ja noch rückwärts absichern. Daraus kam das eigentlich. Dann habe ich zweimal geschlichtet im öffentlichen Dienst, nachdem die schon wochenlang gestritten haben. Ja, na gut, die Materie war mir bekannt und man muss im Hinterkopf eine Vorstellung haben und man muss fair sein und verschwiegen sein. Das sind die beiden Eigenschaften, die man zu einer erfolgreichen Schlichtung braucht. Dann habe ich zweimal beim Bau geschlichtet, einmal in Peine-Salzgitter. Und, aber das ist zu machen, wenn Sie Vertrauen erwecken. Meine Frau sagt, ja was, nicht so, die haben ja vielleicht zu dir Vertrauen, was ist denn da nicht los? Wir haben da was zu beanstanden bei dir. Das vereint sich die Großfamilie, ich habe ja 5 Enkelkinder und 4 Kinder und so. Und ja, nein, Vertrauen und ein bisschen auf die Seite der Schwächeren schauen. Die anderen helfen sich schon selber. Und daraus einen Kompromiss machen. Sie gehen da 20 und 30 Mal hin und her. Vom einen sind wir nicht der einen Tarifpartei zur anderen Tarifpartei und dann führen sie sie wieder zusammen. Und Geduld, eine der größten Voraussetzungen für erfolgreiche Politik. Also ja, mir macht das außerordentlich Spaß. Und, ich war lange Zeit Vorsitzender des Vermittlungsausschusses im Deutschen Bundestag, als der noch tätig war. Jetzt sind ja die Farben so gemischt,
aber dass der Vermittlungsausschuss kaum eine Chance hat. Aber früher war das ganz anders. Und als wir vor der Tür waren, wir haben da einen Tiefschlaf gehabt, 69. Aber als wir erwacht waren, waren wir in der Opposition. Hm? Ja, aber es war leider so. Hm? Nein, aber man kann, das ist eine Sache der Fairness. Es wäre ganz gut, wenn man von der Sache ein bisschen was verstünde, aber das kann man sich ja aneignen, man kann ja auch im Alter noch lernen. Und ich habe bei allen Fuchsberger Sendungen auch gelernt. Schau mir das schon genau an. Nicht? Ich möchte die wirklich kurze Zeit nicht verplempern auf ein, ich nehme es als Kompliment noch was zu sagen, sondern ich möchte was ganz anderes. Sie haben gerade Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder angesprochen. Am Anfang habe ich Sie gefragt, was haben Sie nicht ernst genommen? Und trotzdem jetzt noch mal ein Zitat. Irgendwo habe ich gelesen, das, was Sie am meisten ernst nehmen, sind Ihre Enkel. Und mit einer Bitte um eine kurze Antwort möchte ich noch einen Satz dazugeben. Ich habe das Gefühl, dass im Augenblick ein Prozess abläuft, dass junge Menschen langsam, ganz langsam, anfangen, älteren Menschen wieder etwas zu glauben. Wieder ein bisschen zu hören, ob da aus der Lebenserfahrung vielleicht doch etwas verwertbar ist. Sie haben ungeheuer viel erlebt. Sie haben sehr vieles mitinitiiert, was zu unserem Schicksal in diesem Land, das Leben der Staatsbürger geworden ist. Was würden Sie in die Zukunft blickend ganz jungen Menschen, Ihren Enkeln, Ihren Kindern, nicht mehr ganz so jung, was würden Sie denen mit auf den Enkel, Weg nach aber von einem Jahr bis zu 23 Jahren. Das Jüngste ist also ein Jahr, und zwar, dann kommt aber sofort, kommt 12, 13, 14 Jahre bis herein zum Abitur und Berufsausbildung. Ich will Ihnen was sagen. Wenn Sie, gewisse Prinzipien muss man in der Politik haben. Wenn Sie sich orientieren in der Politik und jede schwierige Entscheidung mit Rücksicht auf die Enkel fällen, passt das für die, ist das sinnvoll, gibt es eine bessere Chance, dann liegen Sie absolut richtig. Da brauchen Sie gar nicht große Theorien, sondern das kann jeder für sich entscheiden, ist das richtig für meinen Enkel? Dann meine ich, kann man überhaupt nicht falsch liegen. Und so praktiziere ich das. Mir stehen schon ein paar theoretische Überlegungen zur Verfügung, aber die kommen ja nicht an. Aber was ankommen muss, das Praktische, was uns weiterbringt, weiterführen, darauf kommt es an. Dann, verehrter Herr Höchern, möchte ich unser Gespräch, für das ich mich sehr herzlich bedanke, mit dem Wunsch beenden, dass Ihnen noch viele Jahre guter Entscheidungen bevorsteht, die, wenn sie wirksam werden, für Ihre Enkel immer noch Gültigkeit haben mögen. Danke. Gesundheit und auf Wiedersehen, Danke. Hermann Höchern.